Tag meiner Aufnahmeprüfung, der ist bis heute mir noch ziemlich präsent, weil ich eben in dieses fremde Gebäude rein bin und dann war das wirklich ziemlich persönlich von einer kleinen Kommission im Theoriebereich und dann nochmal im Hauptfachbereich. Ich war super aufgeregt, aber die Aufregung wurde mir genommen, weil mit einem ganz normal gesprochen wurde, als wäre es jetzt eigentlich gar nicht schlimm, was gleich passiert. Und es war auch nicht schlimm. Ich war auch total aufgeregt, habe irgendwie vergessen, dass wir in der Gesangsprüfung einen Popsong auch noch singen mussten. Und habe dann im Foyer irgendjemanden gefragt, ob irgendjemand mich jetzt gleich mal begleiten könne. Und dann hat sich ein Gitarrist zur Verfügung gestellt, einfach spontan vom Blatt mit mir die Aufnahmeprüfung gespielt. Und das war ein richtig geiler Moment, weil ich im Nachhinein halt dachte, was ist das für ein cooler Typ, der einfach jemandem hilft, obwohl er irgendwie gerade vielleicht was Besseres zu tun hat. Und das ganze Foyer war voll mit Studierenden. Die müssen ja den ganzen Tag diese Gruppenleitungsprüfung mitmachen mit den Aufnahmeprüflingen. Und die hatten einen so großen Spaß daran und haben mir total geholfen, so meine Nervosität zu nehmen und einfach mit mir gemeinsam das zu machen. Und es war eine so coole Atmosphäre. Sie haben sich einfach sofort zu uns gesetzt und uns gefragt, ah cool, was machst du gleich? Und ah super, oh, da freuen wir uns drauf. Und auch danach kamen sie nochmal, ah cool, das war super, das hat so viel Spaß gemacht. Und so, das war einfach total herzlich und nett. Wir haben das Glück, dass wir hier drei Studienrichtungen fürs Lehramt anbieten können. Das Grundschullehramt für Klasse 1 bis 4, das Lehramt für Sekundarstufe, Klasse 5 bis zum Abitur und das Lehramt für Sonderpädagogik. In allen drei Studienrichtungen legen wir Wert darauf, dass sowohl künstlerische als auch pädagogische Erfahrungen gesammelt werden, die letztlich auch eng miteinander verwoben, gleichwertig betrachtet und auch vermittelt werden. Und wichtig scheint mir auch zu sein, dass es keine Sackgassen sind, wenn man sich früh, und die meisten Bewerberinnen sind ja erst 17, 18, für eine Studienrichtung entscheidet. Es besteht immer noch die Möglichkeit, später zu wechseln, wenn man eine entsprechende Prüfung zwischendurch dann noch macht. Trifft man ja im Studium eben auch auf Gleichgesinnte und auf Leute, die genau auf die gleichen Sachen Bock haben und Lust haben, da weiter in die Tiefe zu gehen. Und so hat sich dann auch, haben wir uns zu sechs zusammengefunden und dann eben ein Vokalensemble gegründet. Und da sind wir auf total viel Rückhalt von der Hochschule auch gestoßen. Und das ist natürlich, gerade wenn man so am Anfang steht, mega wichtig. Ja, ich merke das so, wenn man vielleicht mal ein Semester hat, wo man an sich nicht so viele Hochschulkurse belegt und vielleicht öfter an der Uni ist, dass man trotzdem den Hauptteil der Zeit an der Hochschule verbringt. Und man sich fragt, warum? Ich habe doch irgendwie gerade nur zwei Seminare, die ich belegen muss. Aber man ist trotzdem irgendwie den ganzen Tag da, sei es irgendwie im Foyer, wo man sich mal wieder verquatscht, oder eben genau diese Freizeitaktivitäten oder die Aktivitäten im Wahlbereich, die man auch über die Credits hinaus macht. Ich glaube, das ist gerade so ein Aspekt, der diese Musikhochschule auch so besonders macht, dass es uns so einfach gemacht wird, Eigeninitiative zu ergreifen und auch die Dinge zu machen, die wir möchten, weil wir unterstützt werden, weil versucht wird, alles möglich zu machen, was wir wollen. Und hier geht man in die Kurse rein und spricht mit den Dozenten und alle versuchen, dass man sich entfalten kann in jeder Weise. Das ist schön. After all you've done to search the gold, you can see the future is unfold. Feel the pride running through your veins and your will is breaking all the chains. Und das ist das Coole daran, ne? Dass man so ein großes, breites Angebot hat. Gerade wenn man irgendwie später in die Schule geht, bringt es ja auch was, wenn man nicht nur über eine Musik Bescheid weiß, sondern irgendwie über möglichst viele. Und dann ist es cool, dass man auch die Möglichkeit hat, hier eben, sag ich mal, seinen eigenen Neigungen nachzugehen. Bei mir ist das halt der Jazz. This is your day, this is your life. This is the moment you've been waiting for. This is your day, this is your life. Now you can open every door. Your friends are celebrating you and you can get away.
wirkliche Alleinstellungsmerkmal unserer Hochschule ist diese tolle Ausbildung im schulpraktischen Musizieren. Das heißt, alles, was ein Lehrer später in der Schule tatsächlich handwerklich braucht, er lernt Klavierspielen, er lernt Popsongs, Jazzstandards, Volkslieder, alles. Aus jeder Stilistik halt Klavierspielen, dann haben wir Angebote in Schlagzeug, in Geigen, in Trompeten, in Gitarre. Ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die alle diesen schulpraktischen Akzent haben. Das Fach Rhythmik bietet eine ganz große Schnittmenge zwischen künstlerischem Tun und Vermittlungskompetenz. Dort werden ja musikalische Parameter wie Phrasierung, Artikulation, Taktwechsel in Bewegung erfahren. Und das stärkt zum einen die eigene körperliche Präsenz von Kopf bis Fuß. Wie stehe ich vor einer Gruppe? Wie agiere ich? Die musikalische Bewegung, die musikalische Geste wird geschärft. Aber zum anderen brauche ich natürlich die Interaktion und die Improvisation der Teilnehmenden in der Gruppe miteinander. Das heißt, es geht um Prozesse, die einem lebendigen Unterrichtsgeschehen zugrunde liegen. Die Chance von Musiktherapie generell ist ja, dass wir die Schüler in eine Aktivität bringen können. Wir können sie durch das musiktherapeutische Improvisieren nochmal eine andere Form von Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten Schülern ermöglichen. Gerade Schüler, denen das schwerfällt, sich im Verbalen zu vermitteln, bietet die Musik ja eine unheimlich gute Möglichkeit. Weil wir haben Zeiten von Inklusion. Es gibt wirklich in allen Schulformen Kinder mit sehr herausforderndem Verhalten. Und wir denken, so ein anderer Blick auf das Kind, der mehr die Beziehungen in den Fokus nimmt, ist eine gute Hilfe für jede Lehrerin und jeden Lehrer in jeder Schulform. Wir arbeiten ganz viel auch mit eben den Praktikern und Praktikerinnen zusammen, ganz viel auch mit Komponierenden, mit der Multimedia-Abteilung, auch natürlich mit der Musiktheorie, und dort ergibt sich natürlich was sehr Lebendiges. Hamburg Open Online University, ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich man Lehre zusätzlich noch verbreiten kann. Und das ist für den Impuls unserer Hochschule gewesen, dass wir uns gefragt haben, was kann die Musikpädagogik eigentlich dazu beitragen? Der größte Teil unseres Studiengangs ist orientiert an künstlerischen oder an vermittelnden Inhalten. Insofern ist hier ein Weg beschritten, der das versucht, auf die digitale Ebene zu bringen, was zu bringen ist, aber immer im Hinblick auf das praktische Musizieren. Das, was digital gemacht wird, wird anschließend in den Arrangierfilmen wiederum praktisch umgesetzt. Also ich glaube, im Musikstudium wird man einfach unfassbar doll mit sich selbst konfrontiert, das heißt persönlich, also in seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, als auch fachlich natürlich. Also dieser Weiterentwicklungsgedanke ist voll da. Das lernt man halt hier, das tut auch manchmal weh, weil man halt, also vor allem in Chorleitung ging es mir da so, aber dass man dadurch halt nur wachsen kann, und das ist unglaublich wichtig gewesen, und mittlerweile liebe ich es, vor Gruppen zu stehen, und das kommt halt nur durchs Studium. Man ist einfach im Bachelor 8 Semester damit beschäftigt, mit anderen Leuten zu kommunizieren, sei es musikalisch oder eben zwischen den Proben sozusagen. Und das bringt total viel für die Persönlichkeitsentwicklung, finde ich. Also das ist fast das Wichtigste, was wir im Studium so gelernt haben. Ich wollte einfach besser werden in meinen Instrumenten und im Singen und hatte total viel Spaß daran. Und plötzlich kam dieses erste Schulpraktikum und ich habe gemerkt, ach, das studiere ich ja eigentlich. Ich will ja eigentlich Lehrer werden. Und der ganze Fokus hat sich einmal komplett gedreht zu, wie kann ich das, was ich so liebe, in Unterricht einbinden, und wie kann ich das vor allem vermitteln und wie kann ich den Leuten zeigen, warum ich das liebe. Ich glaube, das Wichtigste, was wir hier aus der Hochschule mitnehmen, ist, dass wir von Anfang an ins Praktische reingehen und auch irgendwie so Selbstbewusstsein als Lehrerpersönlichkeit schon entwickeln dürfen. Und
ja, haben, glaube ich, eine ganz andere Aufmerksamkeit dafür, was es wirklich bedeutet, in die Schule zu gehen oder mit Menschen zu arbeiten und nicht nur mit Büchern.